in Mecklenburg-Vorpommern und auf einigen Nordseeinseln. Da gehen erstmal seit den Corona-Beschränkungen im März wieder mehr als 150.000 junge Menschen wie früher täglich zum Unterricht. Homeschooling ist nun passé. Weitere Länder folgen in den kommenden Tagen. Nach Mecklenburg-Vorpommern geht die Schule am Donnerstag in Hamburg und nächste Woche in gleich 4 Ländern wieder los. Meist ist zum Schutz vor Ansteckung vorgesehen. Schüler sollen in festen Gruppen bleiben und Hygieneregeln beachten. In einigen Ländern gibt es eine Maskenpflicht, etwa auf Fluren. Nordrhein-Westfalen führt sie sogar im Unterricht ein. Nur Grundschüler sind ausgenommen. Anja Kapinos. Ja, so sieht wohl der neue Schulalltag aus, Dorte Färber. Mund-Nasenschutz sogar im Unterricht. Warum prescht nun gerade Nordrhein-Westfalen damit vor? Vielen Dank, Dorte Färber war das. Schulstart in der Pandemie, wie die einzelnen Bundesländer damit umgehen. Was die Corona-Einschränkungen bei Schulkindern auslösen, haben Mediziner der Leipziger Uniklinik erforscht. Dabei ging es ihnen vor allem um die sozialen und die seelischen Folgen, wenn Schulen geschlossen werden. Und die sind umso gravierender, je geringer Bildung und Einkommen des Elternhauses sind. Steffi Moritz hat sich die Ergebnisse angesehen. Wenig Abstand, keine Masken, die Großdemo in Berlin am Wochenende gegen die Corona-Maßnahmen und steigende Infektionszahlen haben eine breite Diskussion ausgelöst. Bundespräsident Steinmeier hat jetzt zu mehr Vorsicht aufgerufen. Und jetzt zu den aktuellen Corona-Zahlen. Die Neuinfektionen in Deutschland bleiben auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Und es gibt wieder einen lokalen Corona-Ausbruch, diesmal in Hessen. Mit Offenbach hat es jetzt aktuell auch die bundesweit erste größere Stadt erwischt. In den letzten 7 Tagen gab es dort 36 neue Infektionen pro 100.000 Einwohner. Offenbar haben viele das Coronavirus aus dem Urlaub im Ausland eingeschleppt. Und das hat jetzt Konsequenzen, wie Isabel de la Vega berichtet. Ins Ausland, nach Australien. Da erlebt vor allem die Millionenmetropole Melbourne eine heftige zweite Viruswelle. Die Fallzahlen in der Stadt und dem Bundesstaat Victoria steigen deutlich. 429 Neuinfektionen allein dort von gestern auf heute. Die Behörden reagieren mit drastischen neuen Einschränkungen. Nachts gilt eine Ausgangssperre und jetzt müssen auch die allermeisten Geschäfte wieder dicht machen. Norman Odenthal. Bei einem Angriff auf ein Gefängnis im Osten Afghanistans sind mindestens 29 Menschen getötet worden. Zu der Attacke bekannte sich die Terrormiliz IS. Heute wird in der norditalienischen Hafenstadt Genua eine neue Brücke eingeweiht. Dort, wo vor ziemlich genau 2 Jahren die Morandi-Brücke einstürzte. Ein rund 200 Meter langer Abschnitt brach aus der Konstruktion heraus und stürzte 40 Meter in die Tiefe. Autos und Lastwagen fielen auf die Häuser darunter. 43 Menschen starben. Wartungsmängel werden als Grund vermutet. Heute nun die Einweihung der neuen Brücke. Die Konstruktion aus Stahl und Beton steht auf 18 Pfeilern und ist mehr als 1 Kilometer lang. Der Verkehr wird schon ab Mittwoch wieder rollen. Annette Hilsenbeck berichtet. In diesen Minuten wird die Brücke feierlich eröffnet und Annette Hilsenbeck ist für uns dabei. Annette, welche Bedeutung hat dieser Tag für die Italiener? Vielen Dank, Annette, nach Italien, nach Genua. Willkommen zurück auf Planet Erde und danke fürs Fliegen mit SpaceX. Klingt fast schon wie ein normaler Passagierflug. Dabei haben die Astronauten, die so vom Kontrollzentrum begrüßt wurden, Geschichte geschrieben. Sie landeten. Ja, und nun zu dir, Norbert. Und da wurde heute in Hoffenheim ein neuer Trainer vorgestellt, und zwar einer mit großem Namen. Der Name Hoeneß. Sebastian. Ja, ja, Meister und Vizemeister kommen so langsam wieder auf Betriebstemperatur. Drastischen Worten, ja. Auf Betriebstemperatur kommt auch der August. Ab Mitte der Woche, da wird es nämlich heiß. Heute heißt es aber erstmal Achtung für Südbayern. Da wird entlang der Alpen vor Unwettern und Dauerregen bis morgen Nachmittag gewarnt. Dazu gleich mehr von Gunter Thiersch. Das war's von uns. Schön, dass Sie dabei waren. Marietta Slomka erwartet Sie um 9:45 zum Heute-Journal. Und wir sind morgen Abend wieder um 7 zur Stelle. Bis dahin, machen Sie es gut.